I didn't want to just be a bodybuilding champion. I wanted to be the best bodybuilder of all times. Dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who. I'm talking about figuring out for yourselves what makes you happy. You have to think outside the box. That's what I believe. After all, what is the point of being on this earth if all you want to do is be liked by everyone and avoid trouble? We have so many rules in life about everything. I say break the rules, not the law, but break the rules. I remember that after I was finished with my bodybuilding career, I wanted to get into acting. I wanted to be a star in films. Everyone had the same line that it can't be done. Just look at your body here, this huge, monstrous body, overly developed. It doesn't fit into the movies. But, you know, I didn't listen to all this. These were their rules. I was convinced I could do it. And then I got the big break in Conan the Barbarian. Trust yourself no matter how, what anyone else thinks. And there the director said, if we wouldn't have Schwarzenegger, we would have to build one. Then when I did Terminator, I'll be back. One of the most famous lines in the movie history, all because of my crazy accent. Just shows you never listen that you can't do something. Be afraid to fail. Anything I've ever attempted, I was always willing to fail. Don't be afraid of making decisions. You can't be paralyzed by fear of failure, or you will never push yourself. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. And you know that it's the right thing to do. Success will come, so don't be afraid to fail. I mean, how many times have you heard that you can't do this and you can't do that and it's never been done before? So pay no attention to the people that say it can't be done. If I would have listened to the naysayers, I would still be in the Austrian Alps yodeling. I would never have come to America. I always listened to myself and said, yes, you can. You never want to fail because you didn't work hard enough. Work your butt off. I always believed leaving no stone unturned. No pain, no gain. When you're out there partying, horsing around, someone out there at the same time is working hard. Someone is getting smarter and someone is winning. Just remember that. You can't climb the ladder of success with your hands in the pocket. Good morning, boys and girls. Wir haben den einen oder anderen sehr müden Charakter da gerade drin sitzen. Ich sehe Menschen, die sind eigentlich gefühlt vor ein paar Minuten nur im selben Bildschirm gewesen, der GoPro. Und wir haben ja gerade ein sehr, sehr spannendes Wochenende vor uns oder sind mittendrin. Meines Erachtens noch eines der wichtigsten Wochenenden, die man als Networker in diesem Jahr haben kann. GoPro, weiß nicht, wer dabei war, sonst gerne in den Chat schreiben. Phänomenale Vorträge. Bei jedem wieder irgendwas, was man sich da mitnehmen kann, bei jedem wieder was, wo man sich denkt, das gibt es doch nicht, es wäre so simpel. Und heute oben drauf der Starter Call, mega. Also ich kann nur sagen, natürlich ist es herausfordernd und natürlich gibt es diese Themen zu sagen, boah, das ist aber schon mitten in der Nacht aus unserer Zeitzone gesehen und ich habe wenig Schlaf und ich kann euch alle beruhigen, auch ich habe wenig Schlaf, ich bin schon wieder seit 5 Uhr munter, weil meine beiden Kinder krank sind, ändert nichts an der Tatsache, dass heute Morgen wieder GoPro angesagt ist und am Nachmittag natürlich auch noch Termine drin sind. Und genau das haben wir an dem Punkt. Deswegen hat heute für mich Arnold Schwarzenegger so gut gepasst. Erstens mal Österreicher, zweitens erfolgreich und drittens einfach das absolut richtige Erfolgsmindset. Und über dieses Thema möchte ich heute ein bisschen mit euch sprechen. Wir werden heute nicht absolut ins Detail gehen, sondern wir werden einmal so eine Übersicht wieder machen, weil wir sehr, sehr viele
neue Partner mit drinnen haben, wieder neue Partner im Network bei uns und deswegen einfach ein paar so Grundregeln wieder mit aufgenommen werden. Keine Sorge, es wird aber definitiv wieder für jeden was dabei sein, würde ich mal behaupten. Und das haben wir jetzt genau dort. Arnold Schwarzenegger hat es gerade gesagt, er hat niemals was unversucht gelassen. Er hat niemals auf die anderen gehört, die behauptet haben, das ist sowieso nicht möglich. Und er hat vor allem, und das ist ein Satz, den ich mir gestern aufgeschrieben habe, er hat seinen eigenen Weg gemacht. Sei ein Original in einer Welt voller Kopien. Jeder da draußen versucht, irgendwie eine Kopie von den anderen zu sein. Jeder macht irgendwo irgendwas nach. Und es ist schon toll, einmal Copy-Paste zu machen. Es ist schon toll, einmal sich an erfolgreiche Menschen zu orientieren. Aber Ende des Tages geht es dann darum, was macht dich aus? Was motiviert dich? Was sind die Dinge, wegen denen du angefangen hast, wegen denen du im Network bist, wegen denen du deine Träume verfolgen sollst? Und dann ist es egal, ob das bei anderen schon gemacht hat. Dann ist es egal, ob das irgendwer anderer schon sagt, es ist möglich oder nicht möglich. Du musst es möglich machen. Und schaut euch bitte mal diese Erfolgsstory von Arnold Schwarzenegger an. Du bist irgendein Typ aus Österreich, der einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten hat, um das jetzt mal nett zu sagen. Fokussierst dich aber auf eine Sache, Thema Nummer 1, Bodybuilding. Und trainierst so hart wie kein anderer, hängst dich so rein wie kein anderer, gehst die Extrameile, und zwar jeden einzelnen fucking Tag. Wer das Buch von ihm gelesen hat, kennt vielleicht die Story, dass der, weil das Fitnesscenter am Wochenende zugehabt hat, ein Fenster eingeschlagen hat und eingebrochen ist, um zu trainieren. Nicht eingebrochen ist, um was zu stehlen, sondern eingebrochen ist, um zu trainieren. Und bei uns gibt es Menschen, die beschweren sich, weil sie nicht genug Schlaf gekriegt haben das Wochenende. Nur einfach mal das ins Gleichgewicht zu bringen. Ende des Tages, Mr. Universum. Erfolgreichster Bodybuilder und wahrscheinlich einer der erfolgreichsten aller Zeiten, was er dann draus gemacht hat. Dann sagt er, okay, Thema einmal erledigt, jetzt kenne ich die Regeln des Erfolgs, ich gehe jetzt nach Amerika und mache dasselbe in Hollywood. Und wir brauchen nicht drüber reden. Jeder weiß, was der Hollywood für Karriere hingelegt hat. Und dann sagt er, weißt du was, ich wechsle das ganze Ding nur mal, ich gehe wieder in eine andere Branche, mache wieder Copy-Paste, ziehe wieder mein eigenes Ding durch und Ende des Tages Governator, Ende des Tages auf einmal Gouverneur, wieder eines der Dinge, die eigentlich gar nicht möglich sind, weil zu dem Zeitpunkt, wo Arnold Schwarzenegger Gouverneur wurde, hat es geheißen, du kannst gar nicht Gouverneur werden, wenn du nicht in diesem Land geboren bist. Aber was irgendwer anderer sagt, was möglich ist oder nicht, hat den Typen noch nie interessiert. Und das ist genau dieses Mindset, mit dem du da rangehen sollst. Es ist egal, was deine Freunde sagen. Es ist egal, was dein Papa, deine Mama, dein Opa, dein Chef oder irgendwer anderer sagt. Was glaubst du, dass möglich ist? Und da sind wir schon bei diesem Punkt. Ich habe die letzten Tage Calls ohne Ende gehabt. Ich habe mich mit so vielen Menschen ausgeteilt. Ich springe nur noch von einem Zoom-Raum in den anderen. Und ich habe immer wieder Menschen, die mir natürlich erklären, ja, aber. Und sobald der Aber in einem Satz drinnen ist, ist es ja schon schwierig. Und die sagen halt, ja, aber ich bin ja erfolgreich und ich habe ja das und das. Aber kein einziger, egal ob das erfolgreiche Unternehmer waren, ob das Menschen waren. Ich habe zum Beispiel einen Call gehabt mit jemandem, der ein Hoteldirektor eines großen, sehr, sehr guten Hotels in Kitzbühel ist. Man würde denken, wenn man in dem Bereich drinnen ist, hat man es auch geschafft. Und er hat gerade große Herausforderungen in der aktuellen Situation. Ihr könnt euch vorstellen, Gastronomie in Kitzbühel in Österreich oder generell im deutschsprachigen Raum ist gerade nicht die sexieste Branche. Und dann vergleiche ich das immer mit Network Marketing. Und ich möchte euch da eine Metapher mitgeben, bevor wir heute starten. Und ich habe das schon ein paar Mal gebracht, aber trotz allem, das muss in deinem Kopf drinnen sein, weil so ist es. Wir alle kennen 2 Minuten, 2 Millionen, Höhle der Löwen, Shark Tank. Wir kennen diese Investorensendungen. Wir kennen das, wo irgendwer kommt und eine tolle Idee hat und dann pitcht und dann darauf hofft, dass ein Investor Summe X investiert. Und wer findet das cool? Für wen ist dieses Videoformat gemacht? Für Angestellte. Für Angestellte, weil ein Angestellter die Denkweise des Overnight-Success hat. Der sitzt dann da und sagt, diese eine Idee, warum habe ich nicht diese eine Idee? Und wenn man einmal einer Geld gibt, dann sind alle meine Probleme gelöst. Und hat wieder die Macht von sich weg auf jemand anderen gegeben. Und gleichzeitig findet er sofort in derselben Sekunde eine Ausrede für sein eigenes Scheitern. Weil er hat ja leider die eine Idee nicht. Und weil er die eine Idee nicht hat, kann ja keiner ihm Geld geben. Folgedessen muss halt alles so bleiben, wie es ist. Jetzt betrachtet man das aber mal aus der Sicht des echten Menschen, der da jetzt drinnen ist. Nur weil du eine Idee hast, auch wenn die gut ist, und irgendein Investor sein Netzwerk zur Verfügung steht, sein Geld zur Verfügung steht, ist es deswegen fix, dass das ein Milliardenunternehmen wird? No. Es ist trotzdem nur immer Harakiri, es ist trotzdem nur immer hartes Arbeiten. Es ist vielleicht leichter wie ohne diese Connections, aber es ist nur schwierig. Und betrachten wir es aus der anderen Seite des Investors,
Nur weil der da jetzt Geld und Netzwerk und Zeit reinsteckt, geht das Ding wirklich auf? Auch das wissen wir nicht. Und jetzt machen wir einen Switch und vergleichen diese selbe Denkweise mit Network Marketing. Nichts mit Startup, nichts mit Easy, nichts mit schauen wir mal, ob die Idee aufgeht, sondern ein fixfertiges System, das Milliarden international umsetzt. Produkte, die schon fertig überlegt sind, die im Marketing schon fertig sind, die schon in tausendfacher Anwendung draußen sind. Wäre es nicht sinnvoller, dort zu investieren? Wäre es nicht sinnvoller, wo zu investieren, wo ich schon weiß, das Ding läuft und trotzdem habe ich Renditechancen? Wäre es nicht sinnvoller, dort zu sagen, da stecke ich mehr Zeit rein? Und dann kriege ich sogar nur die Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind und stellen dir das zur Verfügung. Egal, ob jetzt das GoPro ist. Ich meine, das ist ja geil. Andere Networker aus anderen Firmen, die effektiv nichts davon haben, ob ich erfolgreich wäre oder nicht, gehen her und stellen ihr Wissen kostenlos auch der vermeintlichen Konkurrenz zur Verfügung. Das zeigt einmal, was Network-Marketing-Professionals für geiles Mindset haben. Die leben nicht im Mangel, die leben nicht in dem, die Konkurrenz nimmt mir irgendwas weg, sondern die sagen, hey, lasst uns gemeinsam alle diese Industrie besser machen. Ich komme aus der Finanzbranche, da haben die Leute schon Angst, dass die eigene Frau ausraubt. Da gibt man ja nichts weiter. Da sagt man schon, dem darf ich es nicht sagen und dem darf ich es nicht sagen und niemandem darf ich irgendwas sagen, weil sonst wird ja besser, sonst wird der andere besser. Der hat aber nicht verstanden, dass eine Kopie sowieso immer schlechter ist wie das Original. Und das Ende des Tages geht selber zum besten Original zu werden. Also schauen wir uns das heute mal an. Ich kann jeden in diesem Raum, jeden, der das vielleicht in der Aufzeichnung sieht, jeden, der sich irgendwie entschieden hat, in Network Marketing zu gehen, gratulieren. Wir leben definitiv den Traum der meisten Menschen, Leute. Und wenn es das noch nicht macht, dann habt ihr euch noch nicht drauf eingelassen. Aber sagen wir es mal ehrlich, einfach mal, um einen Status Quo-Punkt zu haben. Es passieren gerade Dinge auf dieser Welt, dann nehmen wir jetzt nicht diesen Pandemie-Blödsinn. Unabhängig davon, das ist vielleicht ein Teil davon, unabhängig davon bewegen wir uns gerade in ein neues Zeitalter, nämlich in das Zeitalter der Digitalisierung. Wir können es wegdenken oder nicht, aber die Wahrheit ist, wir sitzen gerade alle vor einem Computerbildschirm. Also jeder, der das gerade irgendwie sieht, wird mir glauben, dass wir digitalisiert sind. Sonst würden wir gerade vor Ort sitzen, im Fleisch und Brot. Wir können das auch in Aufzeichnung später anschauen. Wir verbringen jeder mehrere Stunden unseres Tages mit dem Ding. Wir kaufen unsere Weihnachtsgeschenke damit und. Die Frage ist nur, gestern ein Satz übrigens, nutzt du Social Media oder nutzt Social Media dich? Ganzer großer Unterschied. Obwohl wir nur die Wörter verdreht haben. Wichtig ist jetzt aber, wo ist jetzt der Unterschied zu anderen Digitalisierung? Die meisten Menschen haben Angst vor Digitalisierung. Die meisten Menschen haben Angst davor, weil sie könnten wegrationalisiert werden. Weil ihr altes, gemütliches, nettes Leben, wo es zum Lernen angefangen haben und 50 Jahre später in derselben Firma in Pension gehen, ist jetzt gefährdet durch die böse künstliche Intelligenz und die bösen Roboter und die bösen Algorithmen. Und dann sagen sie sogar noch so Dinge wie, ja, aber die wissen alles über mich und das ist ja voll arg, weil die können ja dann voll bestimmen und schicken mir dann gezielt Werbung. Ich finde das super sexy. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, was denn gerade mir gefällt. Das sagt mir Amazon. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, was ich mit der Frau zu Weihnachten kaufe. Das sagt mir die zielgerichtete Werbung durch die IP-Adresse aufgrund dessen, was sie gesucht hat. Wenn ich plötzlich Werbung die ganze Zeit für einen Ring kriege, weiß ich, ist es Zeit für einen Heiratsantrag. Sie sucht schon. Wisst ihr, was ich meine? Spaß, aber Fakt ist, die Digitalisierung schreitet voran. Und jetzt kommt Network Marketing ins Spiel. Wir nehmen auf der einen Seite alles, was Digitalisierung ist und bauen das in unser Business ein, nutzen diese Dinge für uns und stellen gleichzeitig den Menschen in den Vordergrund. Mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen und helfen dem, in der Person zur besten Version zu werden und diese Dinge zu nutzen. Menschen, die das verstanden haben, werden in der Zukunft, in einer Welt, wo keiner mehr mit Menschen umgehen kann, wo jeder nur abhängig ist, wo keiner in der Verantwortung ist, die bestbezahlten Menschen dieser Welt sein. Ich würde alles drauf verschwören und dann nehme ich da lasse ich das System weg und das Produkt weg. Dann nehme ich nur mal dieses Thema, was Network Marketing für mich und für jeden, der es verstanden hat, bedeuten kann. Und deswegen gratuliere ich dir an dem Punkt für diese Entscheidung. Wenn es nach dem geht, du hast dein Leben irgendwann an ein paar Punkte verändert, dann ist das der Punkt. Die Frage ist, lass dich drauf ein. Die Frage ist, entwickelst du diese Arnold Schwarzenegger-Einstellung und ziehst durch? Oder hast du schon mit drei Menschen gesprochen und die haben Nein gesagt und darum sagst du schon, ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Ich sollte vielleicht anfangen, Freundschaftsarmbänder zu stricken und die verkaufen oder was auch immer. Kannst du gerne machen, aber jammert mich später nicht an. Das Thema am Network Marketing ist, dass du die ersten Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate, vielleicht sogar Jahre einfach nicht siehst.
Du selbst merkst die Veränderung. Du merkst, wie es dir was macht. Du merkst, wie du in der Früh mit einer Grundhaltung aufstehst, dass alles in Ordnung ist. Aber nach außen gemessen wirst du vielleicht das eine oder andere Mal denken, so fuck, warum habe ich noch keine Ergebnisse? Aber ich kann dich beruhigen. Genauso schwierig, wie es im Vorfeld ist, auf diese Ergebnisse zu warten und durchzuhalten, genauso exponentiell brutal wird es später sein, wenn das Ding einmal wächst. Das geht so durch die Decke, dass du keine Ahnung mehr hast. Und man merkt, wenn das erste Momentum entsteht. Wir haben so eine kleine Gruppe, wo unsere Teammitglieder immer drinnen sind und willkommen geheißen werden. Und das ist so geil, weil jeden Tag nur noch welcome, 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 welcome. Und das hat gerade erst angefangen. Wenn man sich dann ein bisschen an die Diamonds orientiert, wenn man sich ein bisschen orientiert an die Menschen, die schon dort sind, wo wir hinwollen, dann sieht man da Geschichten und Dinge, die absolut crazy sind. Dann sieht man da Ergebnisse, wo Menschen am ersten Tag des Monats 1000 Cycle auf einmal im System haben. Das heißt, der hat angefangen und einfach, ohne dass er das selbst beeinflussen kann, macht er 1000 Cycle und hat am ersten Tag einen Diamond dran gemacht. So. Das ist möglich. Das kann deine Zukunft sein, wenn du es für dich zulässt, wenn du bereit bist, vorher den Preis zu zahlen, wenn du die ganzen Dinge einfach Step by Step by Step machst. Und da haben wir jetzt eine ganz wichtige Aussage. Ed Mylett hat es gestern gesagt in seiner Rede. Es geht nicht darum, sein Leben lang durchzuziehen. Es geht nur um den nächsten Tag. Bleib einfach einen Tag länger dabei. Hör einfach einen Tag nicht auf. Zieh es einfach einen Tag länger durch. Mach einfach nur den heutigen Tag das Beste. Und morgen wieder. Und morgen wieder. Und morgen wieder. Und morgen wieder. Und das wird dazu führen, dass du, obwohl du vielleicht sogar das Gefühl hast zu scheitern, die nach oben scheiterst. Und da sind wir genau an diesem Ding. Jetzt gibt es dieses Modell der verschiedenen Glauben. Da rede ich jetzt nicht von religiösen Glauben, sondern was für Glaubenseinstellungen brauchst du für dich, um im Network Marketing dein Business nach vorne zu treiben. Du hast einmal den Glauben in die Branche. Und wenn mir du die letzten 5 bis 10 Minuten zugehört hast, dann glaube ich, ist dieses Thema erledigt. Dass die Branche da ist, dass die Branche funktioniert, schaut euch doch bitte nur GoPro an. Jetzt gar nicht von den Vorträgen. Ich habe mir dieses Modell angeschaut. Und wenn vielleicht jemand die Story von Fabian Fitzner gestern gesehen hat, wo der so hinter die Kulissen gefilmt hat, was denn da für Bühne aufgebaut ist, was da im Hintergrund für Rechenzentrum aufgebaut ist, das schaut aus wie bei der NASA bei einem Raketenstart. Und dann wird da bewusst, jeder einzelne dieser Speaker auf dieser Bühne ist in seiner Company so etwas wie der Daniel Fire bei uns. Und davon sind einfach 50 Speaker oder so da. Weißt du also, wie groß diese Dimension Network Marketing ist? Wie viele Menschenleben darunter positiv verändert werden? Was das für einen Impact auf ganze Gesellschaften, auf ganze Länder, auf ganze Wirtschaftszweige haben kann und in Zukunft noch haben wird? Also wir brauchen nicht mehr über den Glauben an die Branche reden. Wenn du wieder offen genug bist, wenn du da mal aufglaubst und sagst, ja, das ist aber alles ein Verkaufsschmäh, nein, ist nicht. Dann haben wir den Glauben an die Firma. Naja, da können wir jetzt über Hard Facts sprechen. Milliardenumsätze, schnellst wachsendes Network-Marketing-Firma der Welt. Wir haben Menschen, die mir sagen, und ich habe das in einem Call diese Woche erlebt, ja, ihr Produkt-Networker. Das ist ja 1990 gewesen, Produkt-Network. Wir verkaufen Kryptos, wir verkaufen Online-Ausbildung, wir sind viel besser, weil da haben wir keine Lieferschwierigkeiten. Ganz ehrlich, in einer Zeit, wo Firmen wochenlang darauf warten, Material zu bekommen, um überhaupt weiterzuarbeiten, wo ganze Lieferketten bei BMW stehen bleiben, ist unsere größte Sorge, ob AMPM gerade eine Woche ausverkauft ist. Steht deswegen euer Business? Nein, es kümmert sich eh schon erst drum und schickt die Sachen nachher nach. Muss eh keiner von euch einen Strich weitermachen, sozusagen. Auch in diesen Zeiten haben wir ein System, das perfekt funktioniert. Geht's zu egal welchen Unternehmer und fragt, ob der gerade merkt, dass er betroffen ist von der aktuellen Situation. Lieferketten, Engpässe, Arbeitslosigkeit, Corona und so weiter. Und dann vergleicht es mit den Herausforderungen, die Genesse aktuell hat. Marginal klein, weil wir schon in der Zukunft gelebt haben, weil die Dinge, die Hausaufgaben schon gemacht wurden, bevor es wichtig war, weil wir schon digitalisiert waren, bevor Digitalisierung wichtig war, weil wir schon Home-Based Business gehabt haben, wie es noch gar nicht en vogue war und da draußen irgendjemand über sowas nachgedacht hat. Das heißt, wir waren wieder mal unserer Zeit voraus. Und ich sage auch, einer unserer größten Benefits ist, ein Produkt in der Hand zu haben. Ich habe 17 Jahre lang nicht Produktnetwork gemacht. Finanzdienstleistung ist eben das genaue Gegenteil von Produktnetwork. Du verkaufst Luft, du verkaufst Träume im Sinne von, irgendwann kommt aus deiner Lebensversicherung Geld raus. Ich weiß nicht, ob man den Punkt jemals erleben wird, wo aus der Lebensversicherung Geld rauskommt. Fakt ist nur, das ist viel, viel schwieriger, Versprechen zu verkaufen, die sich hoffentlich dann ergeben,
wie einfach ein Produkt zu nehmen und zu sagen, Customer ist cool. Das hat einen Soforteffekt. Das unterschätzen Menschen, die das noch nie anders gehabt haben. Der Soforteffekt bei einer Lebensversicherung auf 35 Jahre ist noch 35 Jahre. Halt jetzt einmal einen Menschen 35 Jahre auf Motivation. Bei uns trinkt der Nebo und ist motiviert. Schmiert sich instantly Ageless rauf und denkt, es funktioniert. Also, das hätte ich mir Leben lang gerne gehabt und heute haben wir das. Deswegen lasst euch kein Bullshit für irgendwelche Scams erzählen, die dann sagen, Produktnetzwerk hin oder her. Das ist definitiv wichtig. Vor allem, weil es wieder die echte Welt, also offline, Produkte sind ja was offline, und den echten Menschen mit echten Erlebnissen, mit echten Gerüchen, echten Geschmäcker, echte Produkterlebnisse verbindet mit der Online-Welt. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr euch ein langfristiges Business aufbauen wollt. Wenn ihr da seid, um zu sagen, ich möchte morgen Millionär werden und dann sagen, schönen Tag noch, ist wahrscheinlich ein langfristig ausgerichtetes Business eh nicht das Richtige. Aber ich gehe mal davon aus, dass jeder in diesem Raum und in unserem Team, weil Gleiches und Gleiches gesellt sich ja gern, das Herz am richtigen Fleck hat und so gemächtet langfristig und zum Schaden keiner der Beteiligten machen, sondern als Win-Win-Win-Win-Situation. Deswegen Schritt 4 oder Glaube 3 in dem Fall jetzt, die Produkte. Auch darüber muss sich niemand Gedanken machen. Schaut einmal, egal ob es ihr jetzt hergeht und die Inhaltsstoffe von Nebo auswendig lernt, egal ob es ihr schaut, was da genau drinnen ist und in was für einer prozentigen Zusammensetzung oder nicht, es wird das Produkt nicht verändern. Und es gibt Menschen, die sind in diesem Thema besser und weiter wie ihr. Es gibt Menschen, die wirklich die Forschung darauf ausgelegt haben, mit Labore, mit verschiedensten Profis im Hintergrund, mit viel Geld und Zeit und Wissen. Und die haben sich Gedanken gemacht und dieses Produkt entwickelt. Also wer bin denn ich als Michi Sögner, dass ich das in Frage stelle und jetzt sage, ich mache mir da Gedanken drüber. Ich sage, danke, lieber Mensch, dass du das für mich entwickelt hast und mir kostenlos zur Verfügung stellst und ich auf das Ding mein Business aufbauen kann, ohne mir Gedanken drüber zu machen. Und das sage ich bei jedem dieser Dinge so. Kümmert dich um die Dinge, die dich betreffen und vertrau beim Rest, dass Menschen gibt, die das wollen. Und ihr könnt darauf vertrauen, dass das Scott Lewis und alles rund um das Thema Jeunesse und Management Board möchte, dass Jeunesse funktioniert. Keiner daran wird freiwillig schlechte Produkte entwickeln, um Jeunesse zu schaden. Die werden jeden Tag daran arbeiten, um das Bestmögliche zu machen. Und das ist doch geil. Also auch das Vertrauen in die Produkte, wir brauchen nicht darüber sprechen. Und desto größer dein Team wird, desto geiler ist das Thema, weil du tagtäglich immer wieder neue Erfahrungsberichte erfährst. Menschen nehmen die Dinge und erzählen aus einem eigenen Umfeld. Hey, mir ist das passiert, ich habe das erlebt, ich habe diese Erfahrung. Mega. Aber eben auch nur dann, wenn du die Dinge wirklich nutzt. Auch nur dann, wenn du dich darauf einlässt. Auch nur dann, wenn du gewisse Zeit, Energie investierst. Wieder wie Arnold Schwarzenegger. Nur vom Fenster einschlagen hast du noch lange nicht trainiert. Du musst auch hingehen, du musst es auch machen. Also Vertrauen in die Produkte. Letzte Thematik ist dann das Vertrauen in dich selbst. Und daran arbeiten wir doch jeden Tag. Daran habt ihr eure Mentoren, eure Coaches, eure Upline, eure Crossline, jeder, der irgendwie dafür da ist und auch dabei helfen will, zur besten Version zu werden. Aber das Vertrauen in dich selbst kannst nur du jeden Tag stärken. Indem du in deine Skills investierst, indem du reflektierst, indem du jeden Tag fragst, warum mache ich denn das? Und indem du dir die Zeit dazu gibst. Ich habe jetzt Partner gehabt, die haben bei mir eingestiegen, die haben das erste Opportunity-Meeting gemacht, dann sind sie bei mir auf einem Meeting gewesen vor ein paar Tagen, wo es um das Thema gegangen ist, 20 Personen in 30 Tagen einschreiben. Dann waren sie obermotiviert, haben mit drei Menschen gesprochen und die drei Menschen haben gesagt, Schneeballsystem. Und dann rufen mir diese Menschen eiskalt an und sagen zu mir, Michi, ich habe das überlegt, für mich funktioniert das nicht, ich muss ein anderes System, ich muss das anders machen. Du hast mit drei Menschen gesprochen und das nur dazu falsch. Du hast ihn nicht ans System gehalten. Wenn ich jetzt mit einem Auto fahren möchte und ich gehe zum Autohändler, gehe zu Mercedes und der Autoverkäufer sagt, sitzt die auf dem Fahrersitz, drück auf den Startknopf und dann fährt das Auto. Und du sitzt die im Kofferraum und wunderst dich, dass das Ding nicht wegfährt. Und dann rufst du einen Audi-Chef an oder Mercedes-Chef und sagst, hey, das funktioniert nicht, wir müssen Motor ausbauen, wir müssen das alles anders machen. Das kann nicht funktionieren. Du sitzt im Kofferraum. Same situation da. Lass dich auf die Dinge ein. Mach die Dinge richtig. Hör auf deinen Mentor. Lass dich nicht von irgendjemandem, der da draußen keine Ahnung hat, irgendwas einreden. Das ist die Frage. Woran glaubst du? Wie gut bist du identifiziert? Und die meisten scheitern und glauben an sich selbst, weil dann sofort diese Stimme kommt, du kannst es nicht. Du bist halt nicht der Michi. Du bist halt nicht der. Du bist halt nicht der. Lass dir den Scheiß nicht einreden. Du bist du. Und das Ziel ist, deine Stärken rauszuholen. Das Ziel ist, dich zum besten Original zu machen. Also akzeptiere endlich, dass du richtig gut bist. Akzeptiere endlich, dass du was drauf hast.
Konzentriere dich auf deine Stärken und lass die gemeinsam ausarbeiten und darauf dann dein Business aufbauen. Und alles andere ist der Druck, den du dir selbst gibst. Wer von euch interessiert sich heute davon, dass ich im Jahr 2006 nicht erfolgreich war? Dass meine Abrechnung im Juni 2007 voll scheiße war? Interessiert doch keine Sau mehr. Also macht sich doch auch keine Gedanken, was heute bei euch ist. Wichtig ist, wie wird denn in ein paar Jahren über euch geredet? Wo steht es denn in ein paar Monaten? Seid ihr besser wie heute? Gewinnt ihr jeden einzelnen Tag diesen Kampf gegen dich selbst? Diese Challenge, dich selbst zu fordern, weiterzugehen. Und ich weiß, dass es schwierig ist. Und ich weiß, dass es herausfordernd ist. Ich weiß, dass immer wieder Themen kommen, wo man sich denkt, so, ja, Alter. Dieses Business bringt dich jeden Tag am Rande deiner Komfortzone und darüber hinaus, wenn du dich darauf einlässt. Aber sieht es doch wie ein Spiel. Das ist doch genau das Ziel. Weil jedes Mal außerhalb der Komfortzone entsteht Erfolg. Außerhalb der Komfortzone entsteht Motivation. Außerhalb der Komfortzone entstehen die Dinge, was wir doch alle wollen. Und klar, es ist auf der Couch bequemer vor dem Kamin mit dem PlayStation-Controller, FIFA zocken oder sonst irgendwas. Natürlich ist es kurzfristig bequemer. Aber wenn du gerade nicht Gaming-Profi bist, wirst du damit nicht deine Rechnungen zahlen. Und Menschen, die es sich kurzfristig leicht machen, haben es langfristig schwer. Menschen, die es sich kurzfristig schwer machen und annehmen, haben es langfristig leicht. Eigentlich relativ easy. Und du entscheidest aufgrund des Glaubens in dich selbst. Also vier Glauben an die Branche, in die Firma, an die Produkte und ganz wesentlich in dich selbst. Und da sind wir jetzt bei einem ganz wichtigen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Starte groß. Du kannst es dir nicht leisten, klein zu starten. Was meine ich damit? Wenn du nur easy cheesy gehst, wenn du sagst, ja, erstes Monat, ich rede mit drei Leuten, wirst du keine Ergebnisse produzieren, wirst du kein Momentum kreieren, wirst du diesen inneren, hey, das funktioniert wirklich nicht schaffen. Wenn aber du sagst, zum Start rede ich jetzt mit 100 Menschen, ist es nicht möglich, dass du keine Partner hast. Und sobald du mit den ersten 3, 4, 5, 10 Partner hast, kommt dein Glauben durch das, dass du bei den anderen Leuten siehst. Die meisten machen aber den Fehler, die sagen, ich starte erst dann gut, wenn ich gut bin. Ja, aber du wirst ja gut durch Fehler machen. Du wirst ja gut durch die Herausforderungen. Du wirst ja gut, indem du Scheiße redest, dann ein schlechtes Feedback kriegst und hinterfragst, wer hat den Fehler gemacht und machst dann hoffentlich kein zweites Mal. Ganz ehrlich, der Rest ist easy. Ich habe Partner bei mir an der Seite, die haben teilweise heute auch im Call zum Beispiel einer, der hat monatelang nichts gerissen, der war monatelang nur stiller Beobachter und teilweise nicht einmal in jedem Call. Und heute haben wir in 3 Tagen 3 oder 4 Calls schon gehabt und ich bin noch nie in meinem Leben. Den habe ich. Der hat alles sich selbst erarbeitet jetzt. Und der hat gesagt, okay, Michi, erster Call, wie mache ich denn überhaupt? Sag ich, geh in Unity Global World, schau dir Edifikation an, beschäftige dich mit dem Thema, das ist deine Aufgabe und dann lass uns die Calls ausmachen. Und ich bin noch nie in meinem Leben so edifiziert worden. Ich würde das am liebsten aufnehmen und jedem zeigen. So geil. Und dann habe ich gesehen, okay, wenn der das an dem Punkt so macht, dann wird der das in alle anderen Punkte auch so umsetzen. Und dann weiß ich jetzt schon, der wird ein großer. Die einzige Thematik ist nur, weiß er es auch? Der Upline weiß sowieso, dass du gut bist. Sonst hättest du dich nicht eingestellt. Der Upline weiß sowieso, dass du ein geiler Typ bist. Sonst hättest du keine Zeit in dich investiert. Wir alle haben das Wertvollste gut von uns, ist Zeit. Und wenn irgendjemand gesagt hat, ich schreibe dich ein, Roman, ich schreibe dich ein, Bernhard, ich schreibe dich ein, Christine, dann glauben diese Menschen an dich. Aber glaub du bitte an die. Ganz, ganz wesentlich. Und dann sagst du, ja eh, aber ich weiß ja nicht, ich habe ja das und das. Und schau mal, das Gute ist, es wird deine Denkweise stimmen. Ich war bis jetzt nicht erfolgreich, deswegen bin ich in Zukunft nicht erfolgreich zum Beispiel, wenn die Zukunft eine leicht veränderte Form der Gegenwart oder Vergangenheit wäre. Da das aber nicht so ist, also die Zukunft definitiv ganz anders wird wie die Vergangenheit. Früher Pferde, dann Autos, heute Space Shuttle. Früher Plattenspieler, dann CDs, dann USB-Sticks, heute Musikstreaming. Früher du nicht erfolgreich, heute Network Marketing, morgen du Diamond. Logische Konsequenz, wenn du den Prozess der Entwicklung mitmachst. Was musst du aber jetzt drauf haben? Hungry? Bist du hungry enough? Bist du bereit, die Business nach der Video anzuschauen, am nächsten Tag schon wieder zu performen und diese Entscheidungen zu treffen? Und du musst die dauernd treffen. Und du musst dauernd Prioritäten setzen. Und es wird definitiv laufend an der Zeit scheitern. Und das wird nur funktionieren, indem du Nein sagst. Und du sagst sowieso immer Nein zu einer der beiden Sachen. Du sagst entweder Nein zur Grillfeier, zur Ablenkung oder zu deinem Erfolg. Wer Ja zur Ablenkung ist automatisch Nein zum Erfolg. Und Ja zum Erfolg ist automatisch Nein zur Ablenkung. Siehst du, von welcher Perspektive auch immer.
Und ich versuche halt, die Dinge so gut wie möglich zu integrieren. Ja, ich muss vielleicht einmal einkaufen fahren, damit meine Kinder was zum Essen haben, und das geht vielleicht gar nicht anders. Das heißt aber nicht, dass ich die 15 Minuten am Weg zum Einkaufen nicht mit jemandem telefonieren kann, einen Call ausmachen kann, mein Hörbuch einziehen kann oder. Lerne die Dinge einfach so gut wie möglich doppelt zu nutzen und zu den richtigen Dingen Nein zu sagen. Bist du hungry enough? Bist du humble? Bist du demütig? Also wirklich einfach schon dankbar für das, was ganz wieder passiert. Es wirkt immer so, ich bin on fire, ich bin motiviert und so weiter. Aber unabhängig davon bin ich so bei mir und mit so einem ganz innerlichen Glücksgefühl, dass ich diese Chance habe. Ja, das Jahr 2021 war das absolut krankste Jahr im Positiven, was ich jemals erlebt habe. Es hat einfach meine ganze Welt nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern genommen und einfach durchgeschüttelt ohne Ende. Aber ganz ehrlich, das Chaos in deinem Leben nimmt dich nicht vom Spielfeld. Hat gestern Ed Milet gesagt. Es geht nicht darum, ob es gerade irgendwie ein Chaos ist. Es geht darum, die Dinge richtig zu ordnen. Und du kannst nur das Spiel neu ordnen, wenn du vorher mal durcheinander drinnen hast. Also auch wenn es gerade so wirkt, das wüsstest du nicht genau wohin. Sei demütig für die Chance, sei dankbar für die Chance, sei humble in dem Fall und sei willing. Du musst es selbst wollen. Es wird nicht funktionieren, indem du darauf wartest, dass der Upline kommt. Es wird nicht dafür funktionieren, dass irgendwer kommt und dir die Aufgabe aufbaut. Nein, du kriegst netterweise Unterstützung. Perfekt. Aber was wäre, wenn das nicht da wäre? Wie gut wächst deine Company, wenn keiner da ist? Was machst du, wenn keiner zuschaut? What do you do in the dark, puts you in the light? Die Dinge, die du allein machst, wo du selbst weiterbildest, wo du selbst sagst, ich mach, werden irgendwann zu Ergebnissen führen. Und dann sagen Menschen, wie hat der das geschafft? Wie ist der da und da hinkommen? Wie hat die diese Ergebnisse erledigt? Aber du weißt das genau wieso. Weil du bereit bist, für dich selbst den Preis zu zahlen. Und der Preis ist ja nichts Schlimmes. Wir reden ja nicht irgendwie was vom Schlimmen. Wir reden davon, lese ein Buch, beschäftige dich mit dir selbst, arbeite an dir. Das ist etwas Geiles. Für das sollte man eigentlich sagen, cool, danke dafür. Und sei coachable. Na, was soll ich sagen? Wenn du Menschen hast, die dort sind, wo du hin willst und die sagen dir, wie es geht und du sagst, ich mache das anders, have fun. Aber es wird halt nicht funktionieren. Viel Spaß im Kofferraum. Du könntest dich einfach auf dem Fahrersitz sitzen. Jetzt stößt du über die Frage, okay, alles schön und gut. Willing, coachable, humble, habe ich alles schon gehört und weiß ich und alles toll. Aber warum bist du gestartet, kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dafür alles irgendwelche Modelle und so weiter geben. Dein Warum musst du wissen. Ich kann da mein Warum sagen, mein ganz intrinsisches. Und das ist das, warum viele andere Businessmodelle für mich nicht in Frage kommen. Geld verdienen kannst du überall. Aber Geld verdienen ist eines der untersten Grundbedürfnisse, die es gibt. Also wenn du nicht wirklich entwickelt bist, dann wirst du ein bisschen Geld verdienen, dein Essen zahlen können, ein bisschen vor anderen Anerkennung und fertig. Aber wirklich echten Mehrwert zu liefern, wirklich echt Leben zu verändern, wirklich Menschen eine Perspektive zu geben, wirklich auch dein Potenzial maximal zu lösen, wirst du in einem normalen Angestelltenverhältnis, in einer normalen Selbstständigkeit, egal ob Massagesalon oder Friseurin oder Metallfirma, nicht erreichen. Und das ist aber die Bedürfnispyramide. Der Mensch kommt irgendwann sowieso an den Punkt. Jetzt kannst du heute anerkennen und sofort ändern, oder du wirst am Ende deiner Karriere draufkommen, dass du nicht dein volles Potenzial gelebt hast. Mein Warum. Kann bei dir was ganz anderes sein. Und es gibt kein richtig oder falsch. Mein erstes Warum ich angefangen habe, war, weil ich mir geile Felgen auf mein erstes Auto kaufen wollte. Lang war mein Warum, weil ich einen Ferrari haben wollte. Bis ich irgendwann draufgekommen bin, am Weg dorthin, um das geht's gar nicht. Sei aber, und das kann ich bei mir definitiv behaupten, ich bin positiv besessen. Also es müsste schon so ein amerikanischer Teufelsaustreiber kommen, der mich dann irgendwie mit so Weihwasser bespritzt und die wird dann wahrscheinlich auf alle Viere auf der Decke herumklettern, irgendwie so, wie man das kennt aus diesen Exorzistenfilmen, und wird die ganze Zeit schreien, Network Marketing! Weil ich so besessen von dem Ding bin, weil ich so motiviert auf das Ding bin, weil ich absolut intrinsisch daran glaube, dass das mehr verändern kann wie alles andere. Weil es nichts mit Glück zu tun hat, weil es nichts mit Zufall zu tun hat, weil es nur damit zu tun hat, dass du diese Chance für dich nutzt. Also sei positiv besessen davon. Dann kommen wir zum Thema Education. Du musst dich weiterbilden. Wir sind ein Skill-based Business. Das Ding funktioniert nur, wenn du die Skills drauf hast. Und die Skills lernst du, indem du dich mit GoPro beschäftigst, indem du die Seminare schaust, indem du dich mit deinem Coach beschäftigst, indem du im besten Fall, und ich würde keine Eigenwerbung machen, aber auch zum Beispiel die Starter-Calls anschaust oder meinen YouTube-Kanal oder auch von jedem anderen, wo du sagst, da kann ich mir was mitnehmen, die Dinge aufsaugst und für dich implementierst und für dich umsetzt. Also wichtig,
Was haben wir für Ausbildung? GoPro, unsere Ausbildungsplattformen, Unity Global World, Map. Es darf keinen Blickwinkel in deinem Leben geben, wo du hinschaust und nicht das Ding immer siehst. Egal wo du bist. Entweder du hast das immer mit oder du hast mehrere davon platziert. Es liegt bei mir in meinem Auto eine Map. Keine Ahnung warum, aber vielleicht brauche ich irgendwann mal. Es liegt vor mir eine Map. Es liegt hinter mir eine Map. Es liegen neben mir tausende Maps. Maps. Überall. Mein ganzes Leben ist voll mit Maps. Weil das die Ausbildung ist. Weil das ist, was wichtig ist. Die Frage ist, wie ist das bei dir? Das kann man dann sagen, ja, aber ich habe ja nur eine. Mein Upline hat mir ja nur eine gegeben. Ja, dann verwende zumindest die. Aber die Frage ist, warum hast du noch eine? Warum beschäftigst du dich nicht selbst damit? Warum nimmst du die Dinge nicht selbst an? Warum? Du sollst ja dein Warum kennen, oder? Und dann hast du natürlich alle möglichen Tools, die du später vielleicht sogar selbst mitentwickeln kannst. Step by step by step. Bring dein Business aufs nächste Level. Aber in erster Linie, bleib mal bei den Skills, bleib mal bei den Basics. Und dann haben wir jetzt einen ganz wichtigen Cut. Die richtige Erwartungshaltung. Wenn du angefangen hast und glaubst, du wirst morgen Millionär, und cool, ich fange jetzt an, jetzt schreibe ich 3 Leute ein, die schreiben 5 Leute ein, die schreiben wieder 10 Leute ein und übermorgen muss ich nie wieder arbeiten, alles ist gut. Dann hat die irgendwer entweder angelogen oder du hast es einfach falsch verstanden. Dieses Business basiert darauf, dass du eigentlich Lernen am lebenden Objekt machst. Daraus, wo du kommst, je nachdem, wo deine Skills sind, fangst du mal an, lernst, wirst besser, wirst immer bessere Menschen in dieses Ziel, in dieses Unternehmen bringen und Step by Step irgendwann was draus werden. Ich kann da keine Zeitspanne nennen. Ich bin Proof of Concept, dass es funktioniert, auch in kurzer Zeit viel zu erreichen. Ja, aber eben nur deswegen, weil ich vorher schon die Hausaufgaben gemacht habe. Und die Frage ist halt, jeder von uns ist an einem anderen Punkt. Aber bitte hab die Erwartungshaltung, nicht morgen wirst du Millionär, sondern du hast eine Perspektive, wenn du die Dinge gelernt hast und umgesetzt hast, ein richtig, richtig unabhängiges, freies Leben zu haben. Danke übrigens für die Menschen, die laufend im Chat mitschreiben. Ich habe gerade die Meldung gelesen, Network Marketing ist Marathon, kein Sprint, was definitiv stimmt, mit einem Unterschied. Marathon ist meistens was Anstrengendes. Ich kenne keinen, der 40 Kilometer beim Marathon mit mega Motivation herumläuft und sich den ganzen Tag Nebel über den Kopf schüttet. Das ist eigentlich unser Thema. Es ist viel motivierender, es gibt viel mehr Menschen, die dir anfeuern dabei, aber trotz allem musst du diese kurzen Durststrecken auch durchziehen. Ganz wesentlich. Sei du selbst der beste Teampartner, habe ich mir aufgeschrieben. Sei du selbst der beste Teampartner. Erwarte nicht dauernd was für andere, was du selbst nicht bereit bist zum tun. War lang bei mir ein Fehler, bis ich für mich dieses Credo Walk it like you talk it übernommen habe. Ich bin für mich in meinem Anspruch der fleißigste von allen, der was am längsten arbeitet, der am meisten sich reinhängt, die meisten Menschen sponsert, weil dann ich mit voller Überzeugung das verlangen kann. Ich bin auch die Person in meinem ganzen Team, was mit dem größten Paket eingestiegen ist. Weil ich somit aus tiefster Überzeugung zu jedem sagen kann, 5.000 Euro am Barcelona, no problem. Ich bin mit 10 eingestiegen. Und einen Monat später sind Founder gekommen, dann habe ich mir Founder gekauft auf alle meine Accounts. Einen Monat später sind Nevo-Packs gekommen, dann habe ich mir die alle gekauft. Und wenn nur 10 Packs kommen, dann kaufen wir die auch alle. Weil der Deal ziemlich cool ist. Der Daniel Fire hat in irgendeinem der Systeme mal gesagt, wenn du 200.000 Euro in Produkte investieren musst, um später 1 Million zu verdienen, bleiben nur immer 800.000. Zumindest in seiner Warte in Dubai steuerfrei. Sogar jeden, der in Österreich wohnen würde und voll versteuert, bleiben nur 400.000. Aber der Deal ist in allen Fällen gut. Du musst aber bereit sein, vorher zu investieren. Zeit, Geld, Energie. Jetzt ist das Thema. Wo ist jetzt der Haken? Und ich habe früher in meinem Büro einen Haken eingerahmt stehen gehabt. Für die Menschen, die immer gefragt haben, wo ist der Haken, habe ich dann gegeben, so Schatz, das ist der Haken. Ich kann auch die Wahrheit sagen, wo der Haken ist. Du bist der Haken. Du selbst bist der Haken. Ja, genau du. Der nach diesem Call motiviert ist und sagt, ja, super, cool, alles toll, dann auf Verlassen vom Chat klickt, vielleicht nur im Instagram reinschreibt, danke Michi für die Inspiration und nach diesem Starter-Call genauso weitermacht wie vorher. Und darauf wartet, dass nächste Woche wieder irgendwer kommt und dir einen Zaubertrick verrät. Du kannst es gerne als Entertainment verwenden, aber für sinnvoller wäre es, Edutainment zu nehmen, also motiviert zu sein, aber die Dinge dann umzusetzen. Weil Umsatz, sagt ja das Wort schon, kommt vom Umsetzen. Dann drehen wir das Ganze jetzt einmal. Nämlich zum Thema Beziehung vor Business. Beziehung vor Business.
wenn du mit Menschen sprichst, und wir sind nicht nur skill-based, sondern wir sind human-based, wir sind mit Menschen unterwegs. Für uns ist wichtig, mit Menschen zu arbeiten. Und du hast ein Privileg, das fast niemand hat. Das ist keinem bewusst, egal wie toll dir Menschen erzählen, ich bin CEO, ich bin Abteilungsleiter, ich bin was auch immer. Keiner von denen hat die Freiheit, zu 100% zu entscheiden, mit wem er arbeitet. Es kann sein, dass du einen supergeilen Job als Geschäftsführer hast, du verdienst Kohle, alles toll, du bist selbstbestimmt und morgen entscheidet der Unternehmensgründer, er setzt einen zweiten Geschäftsführer daneben hin. Oder du bist Pilot, du bist voll motiviert, weil du Pilot bist, aber der Co-Pilot ist der größte Vollidiot. Und du bist aber mit dem Typen eingesperrt auf engen Raum. Etc., etc. Sandro schreibt, hat genauso passiert, er hat das selbst erlebt. Wir haben sie darüber auf der Yacht in Dubai unterhalten. Aber das ist genau die Thematik. Das hast du da nicht. Du kannst selbst entscheiden, mit wem du arbeitest. Also wähle weise. Interessiere dich für die Menschen. Ich gehe in jedes Gespräch, das ich reingehe. Wir werden das nächste Woche detailliert im System zerschneiden auf kleine Häppchen dann. Absolut über das Thema Mensch rein. Mich interessiert der. Ich spreche eine halbe Stunde null über das Business, sondern nur über ihn, über meine Story, über seine Story und schaue mal, ob es matcht. Und das ist das erste Thema. Nur wenn das matcht, funktioniert der weitere Prozess. Ganz wesentlich. Also stell den Mensch im Vordergrund. Stell deine Story im Vordergrund, aber geh mal einen Schritt weiter sogar noch. Gib einfach mal. Gib. Gib Unterstützung, gib Support, gib alles, was du kannst. Ich gebe jeden Samstag alles, was ich irgendwie kann, um euch zu supporten, egal aus welcher Crossline, Downline, mir ist vollkommen egal. Ich störe das sogar so online, dass andere Firmen sich das anschauen können. Weil ich aufs tiefsten Herzen dafür überzeugt bin, so wie du in den Wald reinschreibst, so kommst du wieder raus. Ist ein Energiethema, ist relativ simpel. Und an diesem Punkt kann ich nur was sagen, ohne selbst Werbung machen zu wollen. Wir haben eine eigene Ausbildungsreihe mal gegründet, die gibt es nach wie vor noch online, wo wir das Thema Ziele, Selbstpositionierung, Glaubenssätze, alles verkauft haben. Jedes Teammitglied von Our Never kann sich bei mir melden und kriegt alle diese Kurse, Online-Kurse mit Workbook und so weiter natürlich gratis. Also wenn wer Lust drauf hat, sich zusätzlich einen Schritt oben drauf zu weiterzubilden, auch da gerne einfach bei mir melden. Und dann ganz wichtig, den Satz kennt schon jeder. Du bist der Trailer und nicht der Film. Trenne diese Dinge. Deine Aufgabe ist noch nicht perfekt zu sein. Deine Aufgabe ist einmal dazu zu erzählen, es gibt da was Cooles, das sollst du einmal sehen. Es gibt da einen coolen, keine Ahnung, es gibt da einen coolen Call, den sollst du anschauen. Es gibt da Opportunity Meeting, das sollst du anschauen. Es gibt da ein Getränk, das sollst du trinken. Du machst nur heiß drauf und leitest es dorthin. Und start. Und dann beginnt eh alles andere. Dann kommen diese Sales-Abläufe und. Aber ich kann da an dem Punkt einfach eines sagen und dann ist unsere Zeit heute schon vorbei. Du hast jetzt gesehen, es ist nur so ein Rundum-Ding. Aber du hast gerade etwas, um das dich fast jeder beneidet. Die meisten wissen es halt nicht. Die meisten würden gern das Leben leben, das du leben kannst. Denen fehlt die Möglichkeit. Die sitzen deswegen herum und wissen gar nicht, was machen sollen. Haben innerlich dieses Gefühl, ich bin nichts wert, ich schaffe nichts, ich habe mich sowieso damit abgefunden. Du musst es nicht mehr haben. Du hast so eine Fülle an Möglichkeiten und so eine Fülle an coole Menschen rund um dich. Pack es an. Nutz für die. Nutz alles, was da ist und versuch einfach jeden Tag einen Schritt besser zu werden. Versuch jeden Schritt nur einen Schritt weiter zu kommen. Und vergiss dabei bei dem ganzen Ding, von dem wir da gerade reden, eine Sache nicht. Ende des Tages geht es nicht um die. Du bist der, der mitprofitiert. Du bist der, der super Erfolge feiert. Du bist der, der nachher dann vielleicht ein super Geld verdient. Aber nur deswegen, weil du maximal vielen Menschen darunter echtes Interesse, echte Hilfestellung angeboten hast und die Menschen dorthin gebracht haben, wo sie haben wollen. Network Marketing heißt nichts anderes, wie macht viele Menschen, hilft viele Menschen dabei, ihre eigenen Ziele zu erreichen und dein Ziel passiert sowieso. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe jeden Tag in der Früh, wenn ich aufwache, habe ich dieses Gefühl, bin ich nur in einem Traum. Ist das alles echt real? Darf ich echt das Leben leben, was ich leben kann? Und jeder von euch könnte genau diesen selben Gedanken haben. Natürlich können wir uns jetzt darauf konzentrieren, was alles nicht schlimm ist und wir haben sicher ein paar Dinge, wenn wir danach suchen, die wir finden würden gerade. Aber where the focus goes, energy flows. Worauf fokussierst du dich? Was sind die Themen, was für dich interessant sind? Du hast 1000 Gründe, Danke zu sagen. Und genau das möchte ich an dem Punkt jetzt machen. Danke für jeden, der gestern in GoPro war und trotzdem heute schon wieder da sitzt und nachher weitermacht. Danke für jeden, dem Wochenende egal ist. Danke für jeden, der dieses Business gemeinsam mit mir gemeinsam nach vorne treibt, dafür brennt und da draußen einfach diese Mission, wie geil Network Marketing ist und was das verändern kann, nach außen tragt, weil das ist Ende des Tages unsere Aufgabe. Ich wünsche ein geiles Wochenende, ich wünsche mega coole Calls
Alles, alles Gute in diesem Sinne wieder und wir sehen uns in der nächsten Woche. Arrivederci.